Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Heute widmen wir uns etwas unfreiwillig dem Bauen eines Hauses, regen uns ein bisschen auf, freuen uns aber auch relativ schnell wieder. Und ich wünsche euch nun viel, viel Spaß beim Angucken der heutigen Folge. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Minecraft, die gleich mit einem ganz, ganz dicken Entschuldigung anfängt, dass leider die Folgen, die letzten Tage ausgefallen sind. Glaubt mir, es geht mir selber so dermaßen auf den Keks, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ich war letzte Woche, ich glaube, ihr habt es bei Porsche schon, also falls ihr auch My Time in Porsche guckt, sehr schönes Let's Play, kann ich nur empfehlen. Genau, habe ich schon immer erzählt, dass ich tagesaktuell aufnehme, weil ich keine Zeit dazu habe, länger aufzunehmen. Lag daran, dass ich Prüfungsphase hatte. Somit war ich damit beschäftigt, Prüfungen zu schreiben und konnte leider nicht aufnehmen. Dementsprechend ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich Minecraft gespielt habe und ich überlege gerade, wo wir stehen geblieben sind. Was habe ich denn beim letzten Mal gemacht? Was wollte ich denn nach dem letzten Mal tun? Also wir haben hier Schweine, Schafe, Kühe. Kühe werden ein bisschen malträtiert eventuell. Hühnchen will ich keine weiteren kriegen. Nein. Okay, wir kriegen keine weiteren Hühnchen. Da kriegen wir ein paar Level. Ach ja, da kommt eine Falltür rein. Habe ich da schon Leitern dran? Nee, ich brauche dafür auch noch Leitern, alles klar. Wie schaut es hier aus? Du bist leer, du bist 3500. Wie schaut es bei dir aus? Jo, machen wir mal, ne? Zack. Ich bin wieder nicht mehr hungrig. Was wollte ich denn tun? Weil hier unten läuft alles. Wollte ich nicht langsam das im E-System anfangen? Irgendwie sowas war doch, oder? Weil hier habe ich mittlerweile ein bisschen Plastik. Das läuft ganz gut. Hat auch alles Energie bis oben hin. Der Storage ist auch Maximum voll. Achso, ich klinge übrigens ein bisschen nasal, weil ich Allergie habe und eventuell gerade niesen muss. Vielleicht auch nicht. Oh, ich hasse das. Wenn so der Nieser in der Nase steckt. Oh Gott. Ich muss immer mal wieder Pause machen zum Schneuzen. Tut mir leid. Weil das ist auch jetzt wieder der Fall. Moment. Moment. Jetzt. Oh Gott, ich hasse den Frühling. Warum brennt hier was? What the fuck, warum brennt's hier? Seit wann kommt hier... Hallo. Seit wann kommt hier Lava raus? Willst du mich verarschen? Ey, das ist doch jetzt ein Fehler vom Spiel. Hör auf, mir mein Haus abzufackeln. Das ist nicht dein fucking Ernst. Nein! Alter!
No! Es ist nicht sein Ernst, oder? Alter, da kam noch nie Lava raus. Willst du mich verarschen? Das ist nicht sein Scheiß. Alter. Hör auf, das Haus abzufackeln. Mann, ey. Boah, instant schon wieder keinen Bock auf Minecraft. Wegen so einer Scheiße. Ich bin gerade dezent sprachlos. Ja, brenn, du Idiot. Hör auf, mein Haus abzufackeln, Alter. Okay, warte, was? Ach, scheiße. Ich kann ja nicht einfach so fliegen. Was ist das denn für eine ätzende Scheiße? Wir dürfen jetzt dieses ganze scheiß verkackte Haus wieder aufbauen? Dein Ernst? Weißt du, es wäre ja nicht so, als wäre das schön gewesen, das Haus. Nein, das kann man schon anzünden. Dein verschissener Ernstspiel. Bin ich jetzt salty? Eventuell. Alter. Da unten kam die ganze Zeit keine Lava raus. Und jetzt schon. Bist du dumm? Vor allem, warum? Oh, Entschuldigung. Das ist doch richtiges... Alter. Selten Minecraft so sehr gehasst wie gerade. Also wirklich. Ich brauche was zu essen. Wie viele Kartoffeln habe ich denn? 16. Ich muss da hinten mal nochmal Kartoffeln abernten. Ich habe keinen Bock, das Haus jetzt nochmal aufzubauen. Scheiße. Ich weiß halt auch gar nicht mehr, wie es vollständig war. Oh Mann, ey. So ein Rotz. Manchmal Minecraft, echt hasse ich dich so ein bisschen. Ah, warum habe ich jetzt eine Kartoffel gegessen, während ich ins Bett gegangen bin? Kann mir das irgendjemand erzählen? Mann! Okay, jetzt wissen wir wenigstens, was wir heute zu tun haben, ne? Immer alles positiv sehen. Fick dich, Spiel. Wow! Ich fange auch immer einfach aus dem Nichts an zu brennen. Ohne Grund. Hoppala, stehe ich wieder in Flammen. Genau. Scheißspiel. Ich muss die Musik nochmal leise drehen. Oh. Da, jetzt frisst die Kartoffeln. Die geben wenigstens ein komplettes Fleischding. Wenn ich jetzt nicht auch noch unnötigerweise krepiere. Minecraft, ich hasse dich.
so ein bisschen. Wobei, nee, eigentlich ziemlich gerade. Ich will das Haus nicht nochmal aufbauen. Das ist so unnötig gerade. Also, es ist halt wirklich unnötig. Platz habe ich auch keinen mehr in der Tasche. Ja, guck mal an. 3 Oakwood Planks habe ich noch. 3. By the way, jetzt mein Handy auf laut, weil ich eventuell einen Anruf von meinem Chef krieg. Deswegen, wenn ihr irgendein Gedudel im Hintergrund hört. Moment, ich bin... Moment. Ich bin freigeschaltet für eine Terminvereinbarung fürs Impfzentrum, also fürs Impfen. Oh mein Gott. Ich kann... Geil. Ich kann mir jetzt nie zum Impfen aussuchen. Ich mach mal kurz die Pause, weil ich mach das schnell. Wir sehen uns dann nach einer kurzen Pause wieder. So, da bin ich wieder. Ich wollte jetzt gerade einfach eiskalt anfangen weiterzubauen. Oder dass ich auf Start geklickt habe, weil ich gerade so geflasht bin davon, dass ich diesen Impftermin gekriegt habe. Damit habe ich irgendwie jetzt nicht gerechnet. So jetzt, ne? Krass. Okay. In 1, 2, 3, 4 Tagen habe ich ihn. Im Juni bin ich durchgeimpft. Krasser Scheiß. Wie gut. Wie gut. Oh, ich freue mich tatsächlich extrem. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Das ist noch nicht, es ist noch immer jetzt mehr Scheiße. Mir ist kalt, deswegen stotter ich die ganze Zeit. Dass das Haus jetzt abgefackelt ist. Gut, wir bauen jetzt das Haus nochmal auf. Ich habe gerade auf Versehen das ganze Holz verkackt. Egal. Wir bauen das jetzt einfach nochmal. Komm, ganz chillig auf. Hey, es war so schön, dieses Haus zu bauen. Ja, dann können wir es ja jetzt nochmal bauen, ne? Natürlich. Ich glaube, hier war die Tür, ne? Hier. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Das Haus steht hier schon eine Weile. So, dann kommt hier. Da kommt natürlich jetzt der Dachboden drauf. Den ich nicht mehr habe. Aber ich muss auch ein paar Sachen wegbringen. Und schlafen müsste ich auch. Denn es ist dunkel. Okay. Erstmal ab nach oben, dann gehen wir runter in den Keller und bringen ein paar Sachen weg. Aua. Und fahre erstmal mit meinem Knie Vollgas gegen die Schublade. So, hier noch runter. Und... Zertus-Quarz-Kristall. Das ist der Charged Zertus-Quarz. Habe ich hier irgendwo den normalen auch? Nee. Ich pack den random irgendwo hin, okay? Das war falsch. Ah, Rose Red habe ich drüben, ne? So, warte mal. Die ganzen Steine, die ich dabei habe, kann ich doch sicherlich... Jawohl. Siehst du, ist schon mal einiges wieder frei. Das kann ich noch wegpacken und den pinken Schleim kann ich noch wegpacken. So, pinker Schleim. Das goldene Lasso. Gähnen. Auch noch wichtig. Energy-Sachen können auch weg. Simple Sterling Generator. Den packe ich mal da drüben zur Technik. Ja, jetzt habe ich erst wieder Platz in der Tasche. Jetzt kann ich wieder hochgehen. Und Holz holen. Genau.
Wobei das Rose Red. Stimmt, ich habe beim letzten Mal die Deko-Bench voll gemacht, damit wir mit Deko-Craft arbeiten können. Beziehungsweise es fällt noch Kaktusgrün, glaube ich. So. Und dafür müssen wir aber einmal hinter zu Alice. Das wollten wir dann letztes Mal nicht mehr machen. Aber jetzt bauen wir erst das Haus wieder auf. In der Hoffnung, dass es uns nicht nochmal abbrennt. Moment. Genau. Halt! Ich brauche ja Holz. Alter, ich habe manchmal ein Gedächtnis wie eine Fliege, ey. Ach, scheiße, jetzt habe ich das ganze andere Holz damit. Och, gee. Ich stand zu nah am Holzsortierer. Dann hat er auch Holz einsortiert. Jetzt muss ich hier nochmal Holz holen und auch eventuell ein bisschen gähnen. Ich muss nämlich heute noch ein bisschen was machen. Also die Minecraft-Aufnahme wird nicht meine einzige Aufnahme sein. Ich schaue, dass ich auch. Wie heißt das andere Spiel? My Time at Porsche. So heißt's. Aufnehme. Ich habe schon wieder Hunger, warte. Beziehungsweise ich muss mich dann auch noch richtig schön schminken für ein Videoprojekt für die Uni. Dann muss ich da auch noch was aufnehmen. Und das muss ich heute alles schaffen. Also Porsche ist optionell, aber die Videoaufnahme, die muss ich tatsächlich heute machen. Dann muss ich aber das Skript noch fertig schreiben. Da wird das Skript noch gar nicht fertig. So. Da haben wir hier das da. So unnötig. Habe ich schon mal erzählt, dass das so unnötig ist gerade? Bin mir nicht sicher, ob das so deutlich rüberkam, wie unnötig das ist. So. Ich brauche ein bisschen mehr, weil ich die Decke ja auch machen muss. Entschuldigung, dass ich immer raus habe, immer mal wieder. Und man wildes Tastaturengeklapper hört. So, Entschuldigung. Aber es sind gerade alle sehr heiß drauf zu erfahren, dass ich den Impftermin habe. Extrem geiler Selten so auf eine Impfung gefreut. So, hier überall wieder Ding reinzimmern. So. Oh, hoppala. Hallo? Na gut, dann bleibst du weg. Wenn ich will, der hat schon, ne? So. Und der Scheiße, ich hoffe jetzt echt. Mache ich das so in den Querbalken rein? Sieht das cool aus? Weil dann wäre es wenigstens durchgehend. Hier unten habe ich ja nichts mehr offen, ne? Nee, nur noch das hier. Und es sind zu wenige. So, so, so. 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 Ja, sieht irgendwie cool aus, weil das ist da drüben auch, ne? Ja, gut. Ich brauche noch mal Slabs. Oh, hier riecht es gerade ganz eklig nach Rauch. So. Geh mal wieder hoch. Scheiße. Ich dachte, es reicht, aber es reichte nicht. Ich brauche wieder so viele Treppen. Och nö, ey.
Spiel, du machst mich heute nicht glücklich. Da bin ich ganz ehrlich mit dir. Wirklich, so gar nicht. Scheiße. Das liegt natürlich auf dem Dach. Sollte es sonst liegen bleiben. Okay. Das heißt, wir haben das soweit wieder fertig. Krass, ne? Ich bin gerade einfach wirklich überrascht, dass ich das geschafft habe. Ja, dafür bin ich hier wieder runtergefallen, aber es ist nicht schlimm. So, da haben wir unfreiwillig etwas an unserem Haus wieder arbeiten müssen. Ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Und ich bedanke mich jetzt vielmals fürs Zugucken. Und wie immer könnt ihr mich unterstützen mit einem Kommentar, mit einem Daumen hoch und mit dem Abonnieren meines Kanals. Vielen, vielen Dank für das Ansehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen!